und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starsable Online. Ja, meine Lieben, heute machen wir weiter hier in Silverglade, denn wir wollten ja gucken, ob Big Bonnie endlich wieder aus dem Urlaub gekommen ist. Denn die Uhr hier, Silverglade-Uhr ist ja stehen geblieben. Ich muss mal gucken, ob das die Quest da hinten ist oder ob das hier vorne ist, weil wir haben ja zuletzt hier vorne aufgehört. Da, ein langer Urlaub. Big Bonnie? Nein, ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Wie seit Jahren? Ich dachte, die ist nur zwei oder drei Wochen Urlaub, wie sie geschrieben hat. Das letzte Mal, dass ich von ihr gehört... Das letzte Mal, dass ich von ihr hörte, war, als ich eine Postkarte von ihr bekam. Aber das ist lange her. Ob ich sie dabei habe? Wo ist sie nur? Warte. Ich frage mich, ob ich sie irgendwo im Uhrenturm vergessen habe. Ich war vor einem Jahr dort oben, weil ich Geräusche gehört hatte. Ich dachte, die Uhrmacherin sei zurück. Ich nahm die Postkarte und habe mich gleich auf die Socken gemacht. Aber nichts, niemand dort. Es war sicher nur eine Ratte. Ich muss die Postkarte dort vergessen haben. Hier ist der Schlüssel zum Uhrenturm. Schau nach, ob du die Postkarte finden kannst. Aber sei vorsichtig. Es ist schon lange niemand mehr da oben. Es ist schon lange niemand mehr dort gewesen und wer weiß, was inzwischen kaputt gegangen ist. Viel Glück und komm wieder, wenn du die Postkarte gefunden hast. Versuche nicht zu fallen und einen qualvollen Tod zu erleiden. Das habe ich noch nicht vor. Einen qualvollen Tod zu erleiden und ich will eigentlich noch nie einen qualvollen Tod haben. Falsch, X. Da war die falsche Taste. Schlüssel. Das konnte ich gerade nicht lesen. Ich glaube, stand, du schließt den Uhrenturm auf. Und was war das? Da, eine Postkarte. Ja, da unten ist mehr. So. Da ist sie ja, die Postkarte. Danke. Dann wollen wir sie mal entziffern. Die Uhrmacherin hat eine grausame Handschrift. Gut zu wissen. Mal schauen, ob ich diese Postkarte entziffern kann. Hallo, mein lieber Felix. Der Urlaub ist so schön. Ich glaube, ich werde bei Barney bleiben. Er hat mir versprochen, dass ich in seinem Silo schlafen kann. Ich muss nur jeden Morgen raus, wenn er es ausleert. Es riecht ziemlich streng und die Fliegen nerven auch. Aber wenn man auf dem Land wohnt, dann ist das wohl so. Mir gefällt es, ehrlich. Manchmal sehne ich mich schon nach meinem Zuhause. Nach dem, was passiert ist, kann ich aber natürlich nicht mehr zurück. Mir wird ganz anders, wenn ich an die Katastrophe denke, die ich verursacht habe. Komm mich doch mal besuchen. Du musst einfach am Silo klopfen und ich mache auf. Ich mache auf. Erzähle niemandem, wo ich bin. Das ist mir doch alles so peinlich. Deine Freundin Big Bonnie. Diese Big Bonnie ist schon recht komisch, aber sie ist meine Freundin. Ich habe nie verstanden, was ihr denn so peinlich gewesen ist. Ich habe immer gedacht, die Angelegenheiten würden sich irgendwann einfach so lösen.
Tja, Poststempel ist schon 5 Jahre alt. Reite zu Barney und frage ihn, ob er Big Bonnie gesehen hat. Das werden wir machen. Ach, wie schön, immer in Silverglade wieder zu sein. Und wenn wir mit Big Bonnie fertig sind, wollte ich dann in Galahad wieder zurück und da die Quest bei Jill und Jack machen, damit wir auch mal endlich an die Dings rankommen. An die Tag der offenen Tür. Aber ich weiß nicht, wie lange wie das mit Big Bonnie hier dauert. Hallo? Kann ich dir helfen? Die Uhrmacherin? Ja, sie hat ja in meinem Silo gewohnt. Ich habe sie jetzt schon recht lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal vor einem Jahr. Okay. Die Frage ist, wo Uhrmacherin Big Bonnie steckt. Sie war nie besonders sozial. Jedes Mal, wenn sie mich sah, ist sie ins Silo geklettert. Ich stelle immer ein paar Kartoffeln und Rüben raus, sodass sie nicht verhungert. Das Gemüse verschwindet auch immer noch. Sie kann also nicht weit weg sein. Du willst sie treffen? Dann musst du wohl ins Silo klettern. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein könnte. Du musst einfach hier in dieses Rohr klettern. Seit ich hauptsächlich Kartoffeln anpflanze, ist das Silo eigentlich immer leer. Viel Erfolg. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Bestellt Big Bonnie viele Grüße. Da. Kletterseil hoch. Da ist sie ja. Oh Gott. Oh! Ein Gespenst! Ah! Nee. Hilfe! 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 Du klopfst der Uhrmacherin auf den Rücken. Oh, danke. Das hat gegen den Husten geholfen. Du bist kein Gespenst, oder? Nein, natürlich nicht. Gespenster sind einfach so gruselig. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Du suchst nach mir? Warum? Die Uhr in Silverglade reparieren? Oh nein. Hat meine Vergangenheit zum Schluss doch noch ein... Hat mich meine Vergangenheit zum Schluss doch noch eingeholt? Ich habe mich vor diesem Tag so gefürchtet. Ich Arme, warum passieren mir immer nur schlechte Dinge? Warum? Du klopfst die Big Bonnie wieder auf den Rücken. Oh, danke. Du bist aber nett. Wie heißt du? Lia? Na gut, Lia, ich werde dir erzählen, was passiert ist. Da bin ich mal gespannt. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich hatte dem Schneider dabei geholfen, seine Nähmaschine zu reparieren und wollte danach die Uhr aus dem Uhrenturm aufziehen. Genau wie jede Woche. Die Uhr aufzuziehen ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Job des ganzen Dorfes. Ohne eine funktionierende Uhr... Ja, du verstehst wohl selbst, dass das eine Katastrophe wäre. Wie auch immer. Als ich mich auf den Weg machte, schauten mich alle Dorfbewohner voller Stolz und Ehrfurcht an. Das fühlte sich einfach toll an. Ich ging in den Turm hoch und zückte meinen Drehschlüssel. Ich fing an zu drehen, als es passierte. Katastrophe! Katastrophe! Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ich war so von dem Stolz der Dorfbewohner geblendet, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe. Die Maschine fing an zu rumoren. Federn sprangen herum, Öl spritzte und die Uhr bleibt stehen!
Zum ersten Mal seit Beginn der Zeit. Ich wurde panisch und ran nach Hause. Ich packte alles zusammen und verließ das Dorf unter Tränen. Als Strafe meinen Hochmut ging ich ins Exil. Es ist keine Möglichkeit, das Vertrauen der Dorfbewohner zurückzugewinnen. Ich werde hier im Silo meinen Lebensabend verbringen. Ganz einfach. Verachtet, ausgestoßen und vergessen. Man kann sich auch anstellen. Du willst, dass ich die Uhr repariere? Das geht nicht. Hast du nichts verstanden? Ich würde mich so schämen. Die Dorfbewohner werden faule Eier nach mir werfen. Was? Wenn ich die Uhr repariere, verzeihen sie mir vielleicht? Glaubst du das wirklich, Lia? Glaubst du das? Das könnte meine Chance sein. Wenn ich die Uhr repariere, werden sie mich wieder bei sich aufnehmen. Juhu! Ich kann mich dort wie aber nicht zeigen, bevor die Uhr wieder funktioniert. Lia, ich muss in mein Haus kommen, ohne gesehen zu werden. Lass dir was einfallen. Du denkst drüber nach? Mach so schnell du kannst. Meine Rückkehr nach Silverglade kann nicht warten. Hier oben ist schon mal nichts. Also müssen wir raus. Ein Sack, den kann die Uhrmacherin vielleicht benutzen. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ein Sack? Du willst, dass ich in diesem Sack steige? Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, willst du jetzt nach Silverglade oder willst du nicht nach Silverglade? Ich soll in einen Sack reiten? Das ist aber nicht besonders elegant. Gibt es keine andere Möglichkeit? Nein? Na gut. Für mein geliebtes Silverglade setze ich mich natürlich fast jeder Gefahr aus. Triff mich vor dem Silo, Lia. Dort werde ich in den Sack klettern. Ich muss nur noch vorher noch packen. Ja. Ich war schon vor dir da. Ich habe das Rohr als Rutsche benutzt. Das ist natürlich viel zu gefährlich für dich, Lia. Dann sind wir wohl vollzählig. Eine Uhrmacherin, eine Reiterin und ein Sack. Wer hätte gedacht, dass diese Kombination eines Tages Silverglade vor seinem Untergang bewahr? Wovon ich rede? Das ist doch klar. Ich bin endlich zu Sinnen gekommen. Als ich aus Silverglade floh, jung und naiv, konnte ich meine Nachbarn nicht mehr in die Augen sehen. Aber das war falsch. Selbstsüchtig, unmoralisch. Ja, meine Lieben, hier mache ich jetzt ein Cut und dann sehen wir uns morgen wieder und gucken mal, was Big Bonnie für einen Plan hat, um die Uhr zu reparieren. Also bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke.
Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe, oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.